Was geht? Ab ihr geilen Städtchen, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Bioshock Infinite. Ja? Und wir wollten ja eigentlich Schockjockey holen, aber ich habe natürlich fleißig in den Kommentaren gelesen. Und da hat mir natürlich auch einer gesagt, Hardy, wieso gehst du nicht die Schrotflinte holen? Weil du wirst ja jetzt eh verfolgt, also kannst du die auch abziehen. Und ich muss sagen, der Gedanke ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also machen wir das auch. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo das war. Da war das nämlich. Seht ihr? So. Jetzt können wir nämlich auch noch die Kasse abziehen. Ja, 25 Silver Eagle haben oder nicht haben, sind schon 50. Brauchen wir Geld? Ja, ja, Elizabeth, gib mir Geld. Okay, hier. Vielen Dank. Aber fett. So. Ich habe übrigens, es kann sein, dass ich vermutlich weniger Geld habe als in der letzten Aufnahme. Das liegt daran, dass ich natürlich, dass das Spiel nicht gespeichert hat und ich jetzt gerade das Geld von ihr nicht bekommen habe. Also diese 300 in der letzten Folge ist ein bisschen ärgerlich. Aber ist egal. So, was tauscht man denn ein? Was kann die denn überhaupt? Kann die was? Alter, ich glaube, das Ding geht hardcore-mäßig ab. Okay, die behalten wir. Boah, ich muss das jetzt mal eben kurz umstellen, war ohne Spaß. Ich habe bis jetzt meine... So. Waffe, Kraftmenü. So, Waffe wechseln, Q. So, alles klar, Kraftmenü E. So, weil ich habe nämlich früher, beziehungsweise auch in allen anderen Spielen, wechsle ich die Waffe immer mit Q und die Fähigkeiten mit E. Beziehungsweise mit E mache ich mal was anderes, aber mit Q wechsle ich die Waffen, also bleibe ich auch dabei. Und ich glaube, das Teil hier haut, glaube ich, alles weg. Ist natürlich jetzt schade, wenn ich die irgendwann wieder wegschmeißen muss. Und ich habe das Gefühl, dafür findet man jetzt auch nicht zwingend Munition immer. Vielleicht liegt er ja. Vielleicht kann ich ja auch normale Schrotflintenmunition dafür nehmen. Nee, scheinbar nicht. Hammer geil. Also muss ich mir dafür ein paar härtere Gegner aufbewahren. Naja, ist ja nicht schlimm. Können wir ja. Aber wollen wir jetzt zumindest mal weitergehen hier. So. Dann gib mal Gas. Wie komme ich denn hier rein? Komm schon, Elizabeth. Wie geht's? Ah ja, hier. Boah, was der mit seiner verletzten Hand alles raushaut, das ist echt der Wahnsinn. Ja, was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Ah, nein, nein, geht schon. Oh. Sicherungskasten untersuchen, ja, ja, was ist denn... Oh. Oh shit, okay. Eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Ich öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn. Ich versuch's ja! Schließ ihn! Wow! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Okay. So, nee, Schrotflinte will ich nicht nehmen. Munition für Schrotflinte voll! Ja, Hammer, wo kriegen wir... Was ist denn das jetzt hier für eine Munition für das Teil? Beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Okay. Ja, wunderbar, George Washington. Wunderbar. Aber... Ja. Hm. Wo sind wir denn jetzt zum Teufel? Oh, guck mal, ein Schloss. Benötigt ein Lockpick. Knacken nicht möglich. Tja, haben wir einen Lockpick? Nein, haben wir nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Vielleicht
hat man uns ja schon... Ah! Da haben wir doch schon eins. Perfekt. Oh. Oh, hier ist eine Toilette. Oh, der hat uns gar nicht bemerkt. Jetzt schleichen wir uns mal an den ran. Oh! Bam! So, ich wollte mal ein bisschen Nahkampf-Action machen hier. So. Alles klar. Silver Eagle, Munition für Schrotflinte brauche ich ja nicht. Beziehungsweise ist eh voll. Schön. Mehr ist hier nicht. Nee, scheinbar nicht. Ja, komm, Elizabeth. Dann wollen wir uns nicht länger hier in der Toilette aufhalten. Und. Ach ja, das ist das Männerklo. Nee, das ist das Männer. What the fuck? Das ist das Frauenklo. Ah ja. Gut. Oh, eine Tasche. Ah, oh, ein bisschen Geld. Oh, ein Lockpick. Guck, da drüben ist ein Lockpick. Hammer fett. Oh, Elizabeth, ey, du bist ja echt aufmerksam. Finde ich gut. Das könnten wir sicherlich gebrauchen, du. Oh, was ist das denn, ne? Nimm bockender Bronco. Okay, was kann die Fähigkeit denn? Jetzt bin ich aber gespannt. Ach du Scheiße. What? Okay, meine Haut hat sich leicht abgeschält. Press to launch your enemies into the air. Ah! Hold and release to create an eruptive trap. Ah, damit kann ich die Feinde fliegen lassen. Hammer geil! Okay, jetzt habe ich Krähen und... Oh, die kann man sogar ziemlich oft benutzen, die Fähigkeit. Sehr nice. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Aber jetzt müssen wir erstmal das Schloss knacken. Eine Sekunde. Elizabeth. Walte deines Amtes. Fertig. So. Oh, scheiße. Okay, da brauche ich jetzt eine Feuerfähigkeit für. So, die brennt jetzt erstmal. Sehr gut. So. Perfekt. So, jetzt packen wir uns wieder bockender Bronco. Bockender Bronco, wie auch immer. So, komm hier, erzähl uns mal was. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Munition für Karabiner voll. Ja, schön. Jetzt komme ich ja... Was hat denn da gerade geblinkt? Da war doch gerade irgendwas, oder? Bin ich jetzt total dämlich? Da, das finde ich ja voll homo, ja? Dass ich jetzt schon wieder 4 weitere brauche. Was habe ich denn jetzt hier gekriegt? Nur ein bisschen Stuff oder was? Aber hier liegen keine Lockpicks mehr. Das ist ja voll scheiße. Oh, nee, da ist was. So, neu Hut, schnelle Hand. Verringert die Nachladezeit von Waffen um 30%. Vergleichanzeigen. Was habe ich denn? Brennender Heiligenschein. 17. Okay. Im Nacken. Nee. Dann nehme ich die Ausrüstung aber nur. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die wechsle. So jetzt, mal so ganz unter uns gesagt, ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt doch gar nicht die anderen haben, dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Bin ich etwas überfragt. Was, wie, du hast was gesehen? Deine Mama hat was gesehen. Ah! Guck mal, da sind sie schon. Zack, Headshot! Fuck, da habe ich zwar daneben geschossen. Woo! Ich fliege! LOL! Okay, nice. Nice! Alter, das mit dem Kettenblitz ist ja mal hammer nice, ey. Scheiße, ich treffe aber mit Kim und Korn nix, ey.
Oh, schade, so weit reicht das dann. Krähe! Gesehen? Hätte ja sein können. Was? Krähe? Oh! Das ist einer von diesen asozialen Gegnern. What? Wieso ist das Zeichen denn jetzt da? Ach, die zeigt mir an, wo der das nächste Mal erscheint, oder was? Wow, hinter mir! Wow, 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 wow! Okay, warte mal, wenn der jetzt... Ja! Ja, stirb! Nice! So, platt gemacht. Oh, scheiße. Okay, jetzt brauche ich mal eben kurz meine Feuerfähigkeit. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Ja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. So. So, jetzt ist erstmal Ruhe eingekehrt hier. Meine Güte. So, was hat er denn Schönes für mich dabei gehabt? Oh, Gesundheitskit, Salz, Geld. Hier, sehr schön. Gut aufheben. Geld. Danke. Meine Güte. Das ist ja ein Schatz, bist du ja. Oh, da habe ich... Was war denn das jetzt für eine Muni, die ich da gerade aufgesammelt habe? Maschinengewehr-Muni, wahrscheinlich. Hm. Jetzt bin ich hier gerade so krass einfach rausgerannt und habe gar nicht mehr geguckt, ob da noch... Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. What? Okay, ja. Weil ich will ja hier nicht irgendwas liegen lassen. Weil ich wette mit euch, ich kann jetzt auch in diesem Bereich wieder 4 weitere Lockpicks finden, um die, um diesen Tresor zu öffnen. So, gucken wir uns jetzt am besten erstmal um. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So, da haben wir noch ein bisschen Salz. Vielleicht liegt hier ja noch was rum. Nein, 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 nein. Nein. Ah, Salz. So. Oh ja, du meine Güte, was ist das denn hier alles? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich glaube, ich gehe doch erst zu... Ich muss das geordnet machen. Ich weiß auch nicht. Ich muss erst hier nachgucken. Aber hier ist nichts. Doch. Eine Health-Tasche. Aber die bringt mir nichts, weil ich schon voll geheilt bin. So, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir wieder einen Lockpick gefunden. Also in diesem Bereich wird es sicher... Alter, wie viele Waffen wirken die mir? Leck mich mal am Arsch. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich habe das Gefühl, als wenn ich mir diese Donnerbüchse irgendwie noch aufbewahren müsste. Was? Mehr Geld? Okay. Ja, damit. Wie viel? Oh, immerhin. Ja, geht aber besser, Elisabeth. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, ja? Sir! Die Waffen weg! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Okay. Also der Typ will hier ein bisschen Stress machen. Komm, ich will den Silberigel haben, der liegt. Was ist das denn hier? Eine Zeichnung von einer Waffe und die... Okay. Was war das denn? Wieso ist denn die Öffnung von der Kanone eingekreist? Hat das irgendwas zu bedeuten? Okay. Der Sinn der Schließung... Oh, was ist das denn hier? Das kann ich jetzt nicht wirklich lesen. Nee, das fällt mir irgendwie schwer, das zu lesen. Da! Eine Chiffre! Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Okay. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Okay, Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Ja.
War hier nicht halt irgendwo noch eine Mülltonne, die ich durchsuchen kann? Ah ja. Hier muss irgendwo ein Buch sein. Okay. Ja, hätte ich gerne das Buch, muss ich sagen. Was ist das hier? Keine Ahnung. Komm, Elizabeth, such mal ein bisschen mit hier und steh nicht in der Gegend rum. Wir müssen das Buch finden. Ich will so eine geheime Kamera haben. Kammer finden. Damit ich da richtig geil abcashen kann. Also hier ist kein Buch. Ne, hier ist kein Buch. Das sieht nicht danach aus, als wenn hier irgendwo ein Buch wäre. Gut, dann müssen wir ein bisschen weiter suchen. Was hat der denn noch? Da liegt noch eine Waffe. Salz. So, habe ich jetzt alles hier gefunden? Ja, gut. Vielleicht finden wir das Buch an einer anderen Stelle. Bin ich denn hier? Ach so. Da vorne waren wir noch nicht drin. In dem Ticketsteil hier. Vielleicht haben wir ja Glück. Also das Buch muss auf jeden Fall hier irgendwo in dem Bereich sein, weil wenn wir da jetzt irgendwie... Ja. Ah! Ich hab Codebuch hier was. Nehmen. Das hier ist das Codebuch. Ah. Interessant. Jetzt wissen wir auch, warum das eingekreist war. So. Munition für Panzerfaust? Okay, die Panzerfaust haben wir jetzt aber noch nicht gefunden, oder? Oder ich habe sie mal wieder übersehen. Würde mich ja nicht wundern. Oh, Essen, Registrierkasse aus. Mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? So, die Fähigkeit hier. Jetzt erstmal gucken. So, Magazinvergrößerung. Ja, nee, will ich aber nicht. Schadensboost für Karabiner. Schon wieder? Ach, für den Karabiner. Ja, auf jeden Fall. Her damit. Sehr gut. So, Schadensboost für Panzerfaust. Okay. Schadensboost für Präzisionsgewehr habe ich auch noch nicht gefunden. Schaden der Pistole. Schadensboost. Verringert die Streuung des Maschinengewehrs um 75%. Nicht schlecht. Magazinvergrößerung der Panzerfaust. Ja, schön. Die Streuung? Wollen wir uns das kaufen? Na, nee, jetzt noch nicht. Gib mir erst noch meine Kohle wieder. Fangmünze! Jawohl! Eine silberne. Hammerfett. Oh, 3 Lockpicks. Was? Das hier soll 3 Lockpicks kosten. Und wir haben noch hier so ein Tresor mit weiteren 5, die gebraucht werden. Also Leute, wo soll ich die ganzen Lockpicks denn herholen? Ich meine, wenn ich die... Portemonnaie? Ja. Wenn ich die kaufen könnte, war, dann würde ich das ja machen. Auch wenn so ein Lockpick, keine Ahnung, 100 kostet oder so. Aber ich meine, wie finde ich denn hier in dem Bereich so viele? Oder muss ich mich jetzt insofern entscheiden? Ob ich die Dingens öffne? Beziehungsweise den Tresor öffne? Oder ob ich die Tür öffne? Das ist eine gute Frage jetzt. Was ist denn hier alles? Okay, noch ein Voxophon. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Kann ich jetzt noch mal irgendwo hin? Aber hier ist ja nichts. Ich kann bis da hinten hinspringen. Boah, schade, ich würde gerne bis da hinten drauf springen. Tja, also ich habe jetzt keine Lockpicks mehr gefunden. Also wieder da. Ich meine, da ist die Hall of Heroes. Aber da müssen wir ja auch wieder hinfahren. Ich meine, wir würden natürlich zurückkommen. Aber ich habe hier nirgendwo mehr welche gefunden. Hier drin war keine. Da drin war keine. Da war auch nichts mehr. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, denn wir können weder die Tür öffnen, noch den Tresor. Tja, also müssen wir ja so gesehen weitergehen, wa? Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Ah! Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen.
Ja, mach ich. Aber, bevor wir das vergessen, wir können ja immer noch in die Toilette gehen. Ey, das hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, dass ich mich noch daran erinnert habe. Wir können uns ja dieses Ding hier... Nee, nicht gleich hier durchsuchen. Hey. So, komm. Ja, was hey? Scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hut ab für die Vox? Okay, also muss das irgendwas mit einem Hut zu tun haben. Da! Guter Tipp, der Hut. Juhu! Allerdings. Hammer geil, ey. Jawohl, Salz, Ananas, Eis. Oh, guckt euch das mal an hier. Was finden wir denn hier alles? Was ist das denn? The Vox Populi reclaim this place. Okay, So, Vox, ja, hier, erstmal einen dritten Teil an. Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Was? Da stand doch gerade was von Nimm. Gedrückt halt, nimm mal. Achso, okay. Ja, toll, hier sind Schrotflinten und bla und überhaupt... Oh, was ist das denn hier? Nimm Panzerfaust. Ah. Okay, Panzerfaustmunition finden wir auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich die behalten. Aber dann ist die Waffe für immer weg, oder? Die Schießeisenkopie. Ich glaube, da findet man auch gar keine Munition mehr. Bam! Ich meine, das Ding macht sicherlich einen hardcore-mäßigen Schaden und es sieht auch geil aus, wenn das Teil so anfängt zu glühen. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt einfach nur die Panzerfaust mit. Ah, da ist wieder so ein Trank. Was nehmen wir denn jetzt? Oh, ich möchte mehr Fähigkeiten einsetzen. Ich fühle mich schon besser. Ich meine, wir haben ja jetzt noch keine großartigen Probleme gehabt. Wir haben jetzt noch nicht am Rande des Exitus gestanden. Und man, wir finden auch ständig irgendwie Munition für die Panzerfaust. Oh, Lockpicks. Jetzt können wir theoretisch gesehen noch die Tür öffnen. Nicht nur theoretisch gesehen, wir können sie sogar praktisch öffnen. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch sofort. Weil, ich meine, in dem Tresor war letztes Mal auch nur Geld drin. Und hinter der verschlossenen Tür könnte ihr theoretisch... Oh, schon wieder eine Münze. Mein Gott, Elizabeth, wo holst du dann alles her? Oh, war da vielleicht noch irgendwas? Nee. Ah, da ist vielleicht... Oh, da ist noch Munition. Ach, das habe ich schon. Okay. Ja, schön. Dann ist hier nichts mehr. Weil es könnte ja theoretisch sein, wie gesagt, dass da so eine Flasche hinter ist. Und vielleicht finden wir noch andere... Wenn sie doch nur wow! Okay, jetzt... Lol. Aber geil. Der hat seinen Kameraden, den er mal eben kurz... Den ich mal eben kurz übernommen habe, mal eben eiskalt abgeknallt. Alter, diese in Besitz nehmen Fähigkeit, die verbraucht ja mal sowas von hardcore-mäßig viel Salz. Das ist echt unverschämt. Hoffentlich sind jetzt hier nicht noch mehr von denen, ey. Ah! War so klar, ey. Nein, Mama, ich schwebe! So, weg. Kurzen Prozess gemacht. Und weg die Sau, ey. So, jetzt können wir uns jetzt zumindest mal eben kurz die verschlossene Tür angucken. So, wo war die? Oben? Ich glaube, die war oben, ne? Da ist noch Salz. Salz! Salz! Sehr schön. So. Verschlossene Tür. Wo war die? War die hier oben? Da blinkt noch was. Was ist denn das da? Oh, Geld! Oh, was ich alles übersehe, du. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, schon wieder Geld! Mein Gott, das ist... Oh, fett, ey. Wie schmeckt... Oh, noch ein Lockpick! Wenn wir jetzt noch einen finden, könnten wir theoretisch gesehen den Tresor öffnen. Ich weiß jetzt allerdings trotzdem nicht, wo die verschlossene Tür ist. Hier ist die! Boah, Leute, was machen wir denn jetzt? Verschlossene Tür oder Tresor? Boah, Tresor können wir aber eigentlich nicht. Also scheiß drauf. Los, öffne mal. Einer muss Schmiere stehen. Ja, ich mach das schon. Bitteschön. Danke! Oh, ein Kleidungsstück. Was haben wir hier? Noch ein Lockpick! Zwei sogar. Silver Eagle. Silver Eagle. Boah, eine Uhr. Mal fertig. Okay.
Hast du noch was gefunden, Elizabeth? Nein? Boah, ich glaube, ich nenne sie jetzt nur noch Ellie. Weil sonst komme ich hier voll durcheinander mit dem ganzen... So, Hut, elektrische Berührung. 50% Chance, dass ein Nahkampf zu betäubt wird. Opfer ist 3 Sekunden lang verwundbar. Nee. Nee, das will ich ja gar nicht. Ich kann die in Brand stecken, wenn ich die angreife. Was soll ich denn... Was soll ich die denn betäuben, ey? Die gehen da sofort drauf, wenn ich die hier berühre. So. Ja, schön. Wir haben ein Kleidungsstück gekriegt. Aber wir haben jetzt zumindest auch schon wieder 2 Lockpicks. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir nachher sowieso den Weg wieder zurücklaufen. Und vielleicht finden wir in der Hall of Heroes ja was. Wenn wir den Weg zurücklaufen, dann kommen wir nochmal in dem Tresor vorbei. Bis dahin habe ich bestimmt wieder genug Lockpicks. Das hört sich gut an, oder? Finde ich? Ich finde schon. Ist hier noch irgendwas? Nix. Gar nichts. Komm, Ellie, lauf mal. So ist brav. Boah, ich will nichts übersehen, wa? Ich muss mich hier echt ganz genau umsehen. Vielleicht liegt hier auch noch ein Lockpick drin. Nein? Okay. So, komm, lass mich mal vorbei. Oh, da ist so ein Haken. Hebel betätigen. Ja, hier ist auch nichts. Ja, schön. Dann würde ich mal sagen, bevor wir in die Hall of Heroes fahren, würde ich sagen, macht euch jetzt noch einen schönen Abend. Die Folge ist vorbei. Aber ihr wisst ja, morgen um 18.30 Uhr geht es weiter. Dann holen wir uns Schock Jockey. Ja, ich glaube, so heißt es. Und dann gucken wir mal, ob wir noch 3 weitere Lockpicks finden, damit wir den Tresor öffnen können. Bis dahin würde ich sagen, macht euch einen schönen Abend und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Bioshock HD. Miau! Der HD einfach geil ist. Geil ist. Der HD einfach geil ist, geil ist, geil ist. Der HD einfach geil ist, geil ist, geil ist.